Hallo und herzlich willkommen zu Retired Men's New Beach Volleyball League. Der Name ist Programm, von daher lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Das Spiel gibt es für, glaube ich, um die 6 Euro auf Steam. Ich habe vom Entwickler ein Key bekommen und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe selbst noch gar nicht gespielt. Wir gucken da einfach mal so 15 bis 30 Minuten rein. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Ja, wir sind der Liga beigetreten. Beachvolleyball zu spielen. Ich würde gerne die Regeln wissen. 1 gegen 1, okay. Der erste mit 25 Punkten gewinnt. Okay, alles klar. Natürlich. Und wenn wir den Ball verhauen oder halt schlecht servieren oder der geht ins Aus, dann ist der Gegner wieder dran. Und er hier entscheidet, wer den Ball zuerst bekommt. Man kann den Ball unter dem Netz durchschlagen. Okay, das zählt also auch. Ja, bla bla bla. Genau, Sonnenschutz und Wasser, Wasser, Wasser. Okay, wenn wir ein Match zusagen und da nicht erscheinen, dann werden wir rausgeworfen. Ja klar, machen wir damit. Natürlich mache ich damit. Die erste Woche. Okay, das ist merkwürdige Art zu sterben. Ich kann schon die Schlagzeilen sehen. Ein nackter 80-Jähriger, tot im Wälder gefunden, mit einem Beachvolleyball in seinen Händen. Warum mache ich das? Okay, auf solche Ideen kommt man also im Supermarkt. Beziehungsweise da war ein schwarzes Brett. Also das Ganze hier soll auf jeden Fall auch schon, ich glaube, das merkt man auch schon ein bisschen, etwas storylastiger sein. Ja. Ja, genau, die versuchen einen alle immer nur was zu verkaufen. Was ist denn da los? Ja. Schön und gut. Und der dachte halt, der Flyer im Supermarkt wäre sowas gewesen. Und ich habe keine Ahnung. Ja, das wäre auch das Letzte, was ich erwartet hätte.
Er ist ein bisschen nervös oder wir sind ein bisschen nervös, weil wir sind ja Len. Ja, wahrscheinlich verarsche TV-Show. Ah, da ist die Ausfahrt. Gucken wir mal, was als nächstes passiert. Pittsfield. Münze, okay, ich nehme Kopf. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Steuerung funktioniert. Das kann man auch, glaube ich, mit Tastatur spielen, aber ich spiele das hier mit Gamepad. Boah, ist das hell. Ja, dann winken wir mal. Genau, warum sollte ich denn nicht auftauchen? Ja, die verlieren alle die Nerven, wenn sie nackt Beachvolleyball spielen sollen oder wollen. Total überraschend. Gut, dann bin ich mal gespannt, welche Taste muss ich denn überhaupt drücken? Okay, wir müssen... Wie zum Geier... Nicht so, dass man das irgendwie... Hallo? Ich habe jetzt alle Knöpfe gedrückt. Oder muss ich da einfach nur hinlaufen? Vielleicht denke ich da auch zu kompliziert. Oh, das zählt doch. Jawohl, das zählt. Das war ja perfekt. Okay, dann bitte nochmal will ich das jetzt nicht probieren. Oh, das ist aber perspektivisch echt ganz schön eine Nummer. Man sieht den Schatten vom Ball. Ja genau, ich muss gar nichts drücken, ich muss da nur hinlaufen. Alles klar. Was war das denn? Wieso gab das denn jetzt einen Punkt? Hä? No good. Ich gucke, am besten ist bei sowas halt auch immer nicht auf den Ball zu achten, sondern auf den Schatten. Ja, das war nur ein bisschen Glück. Aber es war Glück. Hast du denn nicht diese Schüsse gesehen? Oh ja, den haben wir noch bekommen. Und. Der war im Aus. Ja, gut, ne? Also vom Gameplay her, man kann da jetzt nicht so viel machen, so was das Steuern angeht. Man hat das alles nicht so in der Hand. Aber ich gehe halt, sieht auch schon ganz stark danach aus, dass später sehr viel mehr Text geben wird, so was Geschichten angeht und dergleichen. Trotzdem finde ich das vom Gameplay eigentlich ganz nett gemacht. Da muss man auch nicht großartig überlegen oder so.
Man soll mal, läuft da einfach nur hin. Hat auch so ein bisschen nette Musik im Hintergrund. Vielleicht kann man das auch irgendwie doch noch besser steuern. Ich weiß es nicht. Ich war doch da. Da war ich auch. Verdammt. Okay, das könnte jetzt ein bisschen blöd werden. Schauen wir mal. Ja, 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 jawohl. Ja, das hat nicht gepasst, oder? Verdammt. Gut, da war schon abzusehen, dass da jetzt nichts geht. Ja, gut, der geht natürlich. Und du hast den auch noch angenommen. Ach, hey. Ja, gut, der geht auch ins Nichts. Ja, wir werden immer besser. Vielleicht ist es doch nicht nur Glück. Ja, positives Denken, davon kann ich ein Lied singen. Genau, wenn du wütend bist oder dich über irgendwas aufregst, dann wechselt man doch einfach dahin, gute Laune zu haben. Total einfach. Ein bisschen Sarkasmus, ein ganz kleiner Tropfen Sarkasmus. Vielleicht eine Menge Sarkasmus. Ja klar, wenn wir schon uns unterhalten können, dann können wir uns auch unterhalten. Ja, okay, der flog jetzt sonst. Ich weiß nicht, kann man das vielleicht irgendwie steuern? Manchmal fliegt der halt nach nirgendwo. Du hast den auch noch angenommen. Ja, okay. Also bis 25 Punkte ist hier echt noch ein weiter Weg. Ja, ja, ja. Den haben wir. Jawohl. Die Hälfte haben wir schon mal so gut wie. Ein Profi-Aufschlag. Ja, das ist gefährlich, wenn er da im Netz hängen bleibt. Und das zählt auch, wenn er da drunter hergeht. Da könnte der auch leicht mal drunter hergehen. Nächster Punkt. Schon 15-4. Genau, du machst das auch super. Genau, wir machen das auch nur aus Spaß an der Freude. Ja, das war von der Perspektive wieder. Da konnte ich das echt schwer erkennen. Gut, dann hoffe ich jetzt mal nicht, dass der wieder 1000 Punkte nacheinander macht. Wie oft kann ich den denn... Ach, verdammt. Boah, der war sogar drin, verdammt. Ich dachte, der geht jetzt aus. Was? Hat nicht gezählt? War im Aus, sah aber irgendwie nicht danach aus. Okay, ich will mich jetzt nicht beschweren. Komm schon, jawohl. Let's pull that one.
Das war jetzt hier Power Surf. Jawohl, noch 7 Punkte, dann haben wir gewonnen. Ja, nimm du den mal an, genau. So kann man das dann auch machen. Kopfschott, Kopfschott, Kopfschott. Warum hast du den nicht angenommen? Jawoll. Im Moment haben wir jetzt keinen Punkt für bekommen. Mist. Komm, du stehst da. Am besten ist halt immer so ein bisschen sich mittig hier hinzustellen. Verdammt. Dann hat man halt den kürzesten Weg nach in jede Richtung. Ja, komm, du nimmst den nicht an. Das wäre jetzt super gewesen. Ach, komm schon. Gut, das geht dann wohl noch ein bisschen länger. Nein! Ah, Mann, Mann, Mann. Nein! Okay, wer war da jetzt zuletzt dran? Ja, der ist genau immer aus. Wir sind fast. Ich habe fast gewonnen. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, noch 3. Komm schon! Ich bleib da oben immer hängen. An der linken Seite. Boah, das war jetzt ein mieser Netzroller. Ja, nein, nicht schon wieder. Komm schon, ihr zusammennehmen, zusammenreißen. Oh Gott. Oh. Bad Surf, Mark, aber wir sind doch Len. Also, hä? Noch 2. Noch einer? Komm schon! Oh, der zählt sogar noch. Oder auch nicht. Warum zählt der denn jetzt nicht? Ja, super tolles Spiel. Viel Glück im nächsten Match. Ich weiß nicht, gegen wen ich als nächstes spiele. Das war die erste Woche, jetzt kommt Woche 2. Aber ich würde sagen, das sollte erstmal ein ganz kurzer Ersteinblick sein. Man sieht das schon, also vom Volleyball-Gameplay, das ist ja, das dauert halt auch schon seine Zeit, aber meistens geht es ja halt um Gespräche, um das, was die Leute zu erzählen haben. Also ja, von daher finde ich das eigentlich ganz okay, dass das halt so simpel gestrickt ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.